In Graz stellt sich heraus, für den 5-jährigen Oliver hat sowohl die Mutter in Österreich als auch der Vater in Dänemark das alleinige Sorgerecht. Und jetzt? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein 5-jähriger Bub ist mit seiner Mutter auf den Weg in den Kindergarten, als der Vater der Frau das Kind entreißt, in ein Auto zerrt und mit ihm verschwindet. Kindesentziehung heißt so etwas im Juristendeutsch. Dieser Fall ist aber noch deutlich vielschichtiger. Denn die Mutter hat zwar in Österreich das alleinige Sorgerecht für den Buben, in Dänemark, wo der Mann herkommt und wohin er jetzt mit ihm geflüchtet ist, hat es der Vater. Normalerweise verhindern internationale Abkommen, dass so etwas passiert. Dänemark hat allerdings als einziges EU-Land keine entsprechenden Verträge unterzeichnet. Das macht den Fall noch viel komplizierter und die Lage für Oliver wohl noch unerträglicher. Matthias Schromm hat die Einzelheiten. Olivers Eltern streiten nicht nur um das Sorgerecht, Einigkeit herrscht nicht einmal darüber, wer Oliver eigentlich entführt hat. Auch wenn das, was sich gestern rund um Olivers Kindergarten in der Steiermark abgespielt hat, ziemlich nach Kidnapping ausgeschaut hat, ist für Thomas Sörensen, Olivers Vater, völlig klar, dass die Mutter den Buben bereits im Vorjahr nach Österreich entführt hat, obwohl er als Vater in Dänemark das alleinige Sorgerecht bekommen habe. Das war genau durchdacht. Ich konnte nicht länger herumsitzen, während Oliver unter seiner Entführung litt. Er musste einfach nach Hause gebracht werden zu seinen Freunden und seiner Familie. Insbesondere mir, seinem Vater, mit dem er sehr eng ist. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, meinen Buben heimzubringen. Tatsächlich hat der Vater in Dänemark das Sorgerecht erhalten und seine Frau erst danach in Österreich. Beide Anwälte berufen sich jetzt auf das Haager Übereinkommen zur Kindesentführung. Die Familien- und Scheidungsanwältin Helene Klar hat oft mit diesem Abkommen bei gescheiterten binationalen Ehen zu tun. Dieses Haager Übereinkommen, das grundsätzlich von der Überlegung ausgeht, dass die Rechtsverhältnisse zu dem Kind dort geklärt werden sollen, wo es zuletzt gelebt hat. Und dann soll vor Ort geklärt werden, bei wem dieses Kind leben soll. Im konkreten Fall wäre das also Dänemark, denn dort hat die Mutter ja gemeinsam mit ihrem Sohn bis zum Vorjahr gelebt. In vielen Fällen hat das Haager Übereinkommen speziell für Frauen aber auch unangenehme Folgen. Etwa wenn sie in Ägypten oder der Türkei gelebt haben und nach einer gescheiterten Beziehung wieder zurück nach Österreich wollen. Es wurde eigentlich in frauenfreundlicher Absicht erlassen zum Schutz von Müttern, denen die Kinder weggeschnappt und in unwegsame Länder verbracht wurden. Stichwort nicht ohne meine Tochter. Und momentan wirkt es sich meistens gegen Frauen aus, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen mit den Kindern. Innerhalb der EU gibt es noch ein zweites Abkommen, das eigentlich verhindern soll, dass zwei Gerichte in zwei Ländern unterschiedliche Sorgerechtsurteile sprechen. Dänemark ist in diesem Bereich nicht Teil der Rechtsordnung der EU, weil sie an diese Teile des EU-Rechts nicht gebunden sind. In den meisten Fällen funktioniert es durch die Übereinkommen sehr viel besser als ohne. Aber dann gibt es natürlich auch Fälle, in denen die Eltern nicht zusammenkommen können und in denen wirklich fürchterlich gestritten wird. Ein Übereinkommen, das so etwas verhindern kann, das wird uns sicher nicht einfallen, das geht einfach nicht. So oder so liegt der Ball aber jetzt beim dänischen Gericht. Und das könnte zumindest darauf achten, dass das Kind regelmäßig Kontakt zu beiden Eltern hat, unabhängig davon, wo es leben darf oder muss. Über den Fall Oliver diskutieren in der ZIP24 die Anwältin der Mutter, Britta Schönhardt, und Robert Futzig vom Justizministerium. Bei Roman Raffreider um Mitternacht in ORF 1.